Wir haben jetzt hier Gernot Uhl. Sie sind auch Mieter in diesem Wohnhaus hier in der Abelegasse 25. Sie sind im ersten Stock. Genau. Der Mord ist im zweiten Stock passiert. Sie sind direkt der Mieter drunter. Was haben Sie denn mitbekommen? Haben Sie da irgendwann was mal gehört aus der Wohnung oder kennen Sie den Mieter? Naja, kennen nicht, aber aus und eigentlich, sage ich mal, habe ich schon gesehen, den Mann. Aber wie ich das jetzt erfahren habe, echt heftig eigentlich. Ne? Was denkt man da, wenn man da mitbekommt, dass da eine verrückte, offenbar 27-jährige Frau ihren Lover umbringt, dann zerstückelt und irgendwie auch noch versucht, die Leiche in Säure aufzulösen? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich sage mal, heftig. Ne? Kleiner Schock, weil man sich denkt, da wohnt man. Dann eine Mörderin da. Sowas kennt man einmal nur in die Filme und so. Ne? Heftig. Jetzt ist es auch so, dass es Gerüchte gibt, dass die 27-Jährige da irgendwie noch einen Ex-Lover gehabt hätte, der möglicherweise da involviert ist. Haben Sie irgendwas mitbekommen von Streits oder dass es auch einmal laut geworden ist? Oder haben Sie irgendetwas Verdächtiges aus dieser Wohnung mal mitbekommen? Vielleicht auch, dass da etwas mit Drogen zu tun war oder so etwas in der Richtung? Ja, es hat öfters gestunken nach Weed. Also sehr arg gestunken. Streit auf jeden Fall, das war oft. Also das habe ich oft gehört. Nur wo es halt herkommen ist, was der das. Ich muss ehrlich sagen, in dem Bau wird immer irgendwas gestritten und so, gell? Und ja, lauter Volltrotteln, ganz ehrlich. Ja. Aber umso tragischer, dass das eben so schrecklich endet, dass es da zu einem Mord kommt und das in der direkten Nachbarschaft. Wie geht man denn damit um? Ja, wie geht man damit um? Man kann es nicht ändern. Also es passiert. Es gibt kranke Menschen auf der Welt, das wissen wir alle, zu viele. Aber dass halt in dem Bau ist, wo man halt wohnt, man denkt sich dann schon, pff, alle Geschichten. Jetzt ist es so, dass auch schon neue Mieter eingezogen sind am Sonntag, die in diese Wohnung hineingekommen sind. Gerade jetzt ist die Kriminalpolizei auch und ermittelt dort vor Ort, aber Ihnen wäre nie etwas aufgefallen, dass man da irgendwas gehört hätte, auch Streitereien? Nein, nein, nicht. Ziemlich ruhig da. Abend und immer ruhig. Und hin und wieder kommen neue Leute hinein. Ist das hier sehr üblich, dass hohe Fluktuation bei den Mietern ist, dass immer wieder Leute ausziehen und einziehen, haben Sie? Ja, sind ein paar Monate zum Beispiel kommen wieder neue Leute und so weiter. Unter mir auch eine Dame, noch ein Herr. Es wird immer so, ein paar Monate bleibt jemand da, dann geht weg, kommt jemand andere, keine Ahnung warum. Da unten auch, oben auch. Das heißt, man bekommt auch nicht unbedingt mit, man hat nicht viel Kontakt zu den Nachbarn? Einmal war die Polizei, hat mich nachgefragt, wo ist die Nachbar unter mir. Angeblich hat er was gemacht, sind verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Dann ist jemand anderer eingezogen.